Hi und herzlich willkommen zu meinem letzten regulären Video. Ja, das klingt jetzt voll komisch, ist aber so. Entschuldigt. Oh mein Gott, das tut mir jetzt wirklich leid. Das war schon wieder ein Familieninsider. So. Ich habe früher gerne die Löwenzahn geguckt und Peter Lustig hat auch immer gesagt, klingt komisch, ist aber so. Und ja, es gibt so Sachen, die kriegt man nicht mehr aus dem Kopf raus. Ja, das hier ist ein offizielles Ankündigungsvideo. Wie ihr wisst, ist immer mein Geburtsmonat und kurz danach eine etwas schwierige Zeit für mich. Und aufgrund dessen werden wir auch dieses Jahr wie jedes Jahr ein kleines Elena-Spezial haben. Vor ein paar Jahren habe ich euch meine Lebensgeschichte erzählt. In dem Jahr davor habe ich auch irgendwas gemacht. Toll, ne? Die Differenzierten. Immer diese differenzierten Varianten. Ja, und dieses Jahr bekommt ihr von mir ein paar Infos über mich. Ich werde euch ein paar Sachen über mich erzählen, die ihr so bisher vielleicht schon die einen oder anderen gekannt habt, die einen oder anderen auch nicht kennt und ja. Und ich habe die mir alle hier schön aufgeschrieben, fein säuberlich, damit ich nichts vergesse. Weil ich bin ja leider Gottes neigt dazu, ein bisschen vergesslich zu sein. Ja, seht ihr, da hatte ich schon die erste Info. Elena ist ein bisschen vergesslich. Ja, die nächste Info, das habe ich nämlich in meinem letzten Video euch schon angedeutet, ist eine Geschichte, über die die ganze Familie Riedmeier zerfelt, weil wir da immer so unsere, ja, verschiedene Eindrücke dazu haben. Und zwar wie folgt. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und das, danach dieser Geschichte ist dann das Video auch schon fast vorbei. Was denn? Die Geschichte spielt in der Schweiz. Wir waren meine Tante besuchen oder Chalet, das weiß ich jetzt gerade nicht sicher. Und mein Vater, der ist ja meistens, hat uns abgeholt und war dann selbst noch so ein, zwei Tage da, bis auf dem Jahr, wo er fast mit 40, 41 Grad Fieber uns abgeholt hat und meine Schoki mitgebracht hat. Das möchte ich nochmal erwähnen. War es eigentlich immer so, dass wir dann halt noch ein bisschen da waren und dann gab es da in der Nähe einen, wie hieß denn der Laden? Mikro. Und bei Mikro, der war immer arschteuer, aber da hat man immer die Vorräte aufgestockt. Ach, der war teuer, nicht so teuer. Ja, aber im Vergleich zu deutschen Läden war er teuer. Nein. Echt nicht? Bei bestimmten Produkten. Ah, okay. Der war nicht teuer. Ich habe zwar euch erzählt, ich werde euch die Geschichte aus meiner Sicht erzählen, als Kind. Aber gut, wir lassen Mutters Fakten mit einfließen. Und eines Tages ging kleine Lenchen unschuldig wie die Nacht schwarz, wieder schneeweiß mit ihrem Vater zusammen zum Einkaufen im Mikro. Und so war sie im Regal, hat sich süß Barbies angeguckt, hat sich die Spiele angeguckt und hat an nichts Böses gedacht. Und dann ging es an die Kasse. Papa setzte sie neben das Laufband, da war so eine kleine Anrichte hin. Und Vater ging aus dem Laden und hat Elena 6 Tage dort vergessen. Das ist die Geschichte, die ich seitdem immer in meinem Kopf hatte. Vater hat mich 6 Tage an dieser ollen Kasse sitzen lassen. So, jetzt kommen wir zum Gegenstück der Geschichte, nämlich die Geschichte, die es meine Mutter erzählt. Meine Mutter erzählt, mein Vater hätte mich dorthin gesetzt mit den Worten, wart mal kurz. Und hätte dann 6 Minuten wäre rausgegangen und hätte das Auto beladen und hätte mich dann aber auch abgeholt. Ich glaube es nicht. Ich erinnere mich daran, dass es eine Ewigkeit war. Und dann kommen wir jetzt zur korrigierten Variante von Elena Riedmeier, die diese jetzt erzählt, nach ein paar Jahren, mit ein paar Jahren Unterschied, nämlich inzwischen glaube ich, es waren 6 Stunden. Ich habe mich 6 Stunden an dieser Kasse vergessen. Ja. Und wenn man meinen Vater fragt, sagt er, in welcher Kasse? ich habe dich doch nie vergessen. Ja. Ist genauso eine Geschichte. Da habe ich euch noch eine Geschichte, das habe ich glaube schon mal erwähnt, aber das passt da dazu. Ich war
Ich war jung und unschuldig. Ich bin irgendwie immer jung und unschuldig gewesen. Das weiß auch nicht, was mit mir da los ist. Ich bin heute auch immer noch jung und unschuldig, wenn ich Geschichten erzähle, die gerade mal 3 Minuten her sind. Aber auf jeden Fall hatten wir ja ein Druckergeschäft. Und mein Großvater väterlicherseits hat immer, ja, wenn ich die Geschichte erzähle, wäre ich irgendwie distanziert. Interessant, ne? Egal. Auf jeden Fall war es dann so, dass mein Großvater mir ein Skalpell geschenkt hat. Und ich hatte damals Post-its und die habe ich dann immer unten zusammengeklebt und habe die dann mit dem Skalpell so aufgemacht. Mit dieser Bewegung. Ja, jeder, der jetzt irgendwie schon so sich das denkt, so, der hat recht. Das ist zustimmend. Es trifft die Geschichte perfekt. Weil Folgendes ist dann passiert. Mein Vater, meine Mutter war auf der Seebühne in Bregenz mit ihren Eltern nach fast gefühlten 100 Jahren, in denen sie ihr Kind jeden Tag ins Bett gebracht hat, dachte sie sich, einmal kann ich doch wohl auch rausgehen mit meiner Familie und mal was anderes machen als Kindergeschrei und ein bisschen Leben leben. Das wird der Jörg schon hinkriegen. Es schafft. Ich glaube ganz fest an ihn. Und so ging sie mit meinen Großeltern dahin. Und an der Seebühne irgendwas angeguckt. Und zum selben Zeitpunkt, wo wahrscheinlich der zweite Akt des ihres Theaters begann, begann der erste bei mir zu Hause. Mein Vater hat noch eine Lieferung zu einem Kunden gebracht und ich habe im Auto eben mein Hobby mit dem Skalpell weitergeführt. Bis dann irgendwann dieser hier passiert. Ich weiß nicht mehr, ob es von oben nach unten oder von unten nach oben passiert ist, aber auf jeden Fall habe ich mir mit dem Skalpell von hier bis hierhin riesen alles aufgeschnitten. Und es war nicht gerade nicht tief. Also es war so richtig so Fontäne kam da aus Elenchen raus. Und als wir dann, mein Vater ist dann erstmal ins Auto gesessen und ich bin dann erstmal so unter Schock gestanden noch und habe gar nichts gesagt. Und dann, als wir gerade bei der Einfahrt waren, habe ich dann so zum Papa gemeint, du Papa, ich blut da ein bisschen. Hat mein Vater so nach hinten geguckt. Und ich weiß bis heute, mein ganzes Leben werde ich es nie vergessen. Mein Vater war noch nie so kreidebleich wie in diesem Moment. Und vor allem hat er mich gefragt, wie ich das angestellt habe. Also der hat mich erstmal rund gemacht, dass ich gedacht habe, morgen kann er mit mir Basketball spielen. Also. Und ja, dann war es auf jeden Fall so, dass mein Vater mir erstmal einen richtig eklig stinkenden Tonerlappen auf diese offene Wunde drauf gedrückt hat. Und ich die ganze Zeit geplärrt habe, weil dieser Tonerlappen gebrannt hat, gepaart mit dem Druck da drauf war. Und dann hat mein Vater das gemacht, was alle erwachsenen, vernünftigen Elternteile machen. Er hat seine Eltern angerufen, um seinen Vater anzubrüllen, wie er seinem Kind ein Messer schenken konnte. Mein Großvater, gepeinigt von meiner Großmutter väterlicherseits, sind sie dann nach unten gefahren zu uns. Also die wohnen 10 Kilometer weiter weg von uns. Und dann sind die zu uns runtergefahren gekommen. PS, ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein Abendessen im Magen. Und kleiner Spoiler, ich habe auch keins mehr im Magen gekriegt. Ich bin ungegessen ins Bett gegangen. Das war das ja, genau, ungegessen. Und dann war es auf jeden Fall so, dass meine Großmutter die ganze Zeit den Lappen angehoben hat. Und immer, wenn sie den angehoben hat, hat es wieder angefangen zu bluten und wieder angefangen weh zu tun. Und ich habe wieder geplärrt wie so eine Heulboje. Mein Vater hat dann immer wieder gesagt, jetzt lass den Weichlappen da drauf. Und mein Großvater hat die ganze Zeit erzählt, ich habe doch gar nichts geschenkt, es war doch gar nicht so. Der hat sich also die ganze Zeit verteidigt und meine Großmutter und mein Vater haben ihn angeschrien. Mein Vater hat dann irgendwann auch dann, als dann, hat dann auch irgendwann zu mir gemeint, ich soll mein Bilderbuch angucken, wo ich mir gedacht habe, Junge, ich blute. Ich will doch jetzt nicht Pöni der Po angucken. Ja. Und dann irgendwann nach Stunden gefühlt, also ich kann euch nicht sagen, ob es Stunden, Minuten oder wie auch immer war, also der Schlitz war tief, ich habe da bis heute eine Narbe von, war es dann endlich so, dass dann es aufgehört hat zu bluten. Und ja, und dann hat meine Omi noch gemeint, ob wir Alkohol im Haus hätten.
Ich weiß bis heute nicht, was die mir da drauf geschüttet haben für ein Alk, aber ich weiß bis heute, dass ich da danach gedacht habe, ich will sterben. Egal was das war, danach wollte ich sterben, weil das hat gebrannt, hat gestunken und war furchtbar eklig. Ich glaube, das war Kirschlikör, könnte sein, ne? Nee, Schnaps. Schnaps. Ja, egal, auf jeden Fall, es war furchtbar. Und nachdem ich dann geschrien hatte und so weiter und alles so furchtbar war und ich dann endlich nur einen leichten Schorf auf der Wunde hatte schon, also der Herr sei gesegnet für meine Wundheilungsfähigkeiten, da bin ich wirklich, kann ich mich nicht beschweren, hat mein Vater dann gemeint: Mein Kind, schlaf gut, gute Nacht, gab mir einen Kuss auf die Stirn und deckte mich zu. Und ich dachte mir nur so: Ich habe Hunger. Keine 2 Minuten später ging das Licht nochmal an und mein Vater hat zu mir gesagt, und das ist ein Zitat: Ach ja, Elena, ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt sagen soll, aber ich glaube, wir sollten da nicht mit deiner Mutter drüber reden. Es wäre besser, wenn sie nicht davon erfährt, wie das hier abgelaufen ist. Du bekommst auch ein Eis morgen. Alles gut, schlaf gut. Und dann ging das Licht nochmal aus. Und ich dachte mir nur so: Du mich auch. Ich bin dann auch, glaube ich, ein paar Stunden eingeschlafen. Aber als dann meine Mutter heimkam, hast du eigentlich die Lappen? Wie hast du es rausgefunden, Mom? Ja, ich habe die angeguckt und habe es gesehen. Noch am selben Abend. Ja, klar. Ah, also dann bin ich, also meine Mutter sagt, sie hätte es an mir gesehen, also schätze ich, ich bin nochmal aufgestanden, als ich Mutter gehört habe und bin wahrscheinlich plärrend zu Mutti gerannt, weil es ja ein sehr traumatisches Erlebnis war für ein Kleinkind damals. Und dann hat sie wahrscheinlich das alles entdeckt. Und meine Mama ist dann am nächsten Tag mit mir zum Kinderarzt und er hat gemeint: Nee, macht keinen Sinn mehr, das ist, wenn ich bis ich 18 bin, sieht man da kaum noch was davon. Und selbst hier auf einer HD-Kamera, nein, doch hier, guck, hier sieht man noch so ein ganz kleines Stück davon. Und das ging halt von hier bis nach da oben. Ja, ich habe gute Arbeit geleistet. Ja, aber alles in allem habe ich überlebt und habe bis ans Ende aller Tage eine tolle Geschichte, weil eins ist immer so gewesen: Wenn mein Vater und ich Scheiße gebaut haben, egal was es war, war der erste Satz, den mein Vater gesagt hat: Das erzähl mir deine Mutter. Wenn was Gutes gelaufen ist, dann meint er auch immer so: Das erzähl mir deine Mutter nicht. Also alles in allem, ja, mein Vater hat mich tausendmal ermahnt, es Mutter nicht zu erzählen, aber ich habe ihr alles erzählt. Aber wirklich auch alles. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr noch mehr Lust habt auf solche Fakten und Infos zu mir, dann könnt ihr jetzt die nächste Zeit die Videos anschauen und ja, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss. Ach ja, und vergesst nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch sowas schon mal erlebt habt. Oder auf Twitter oder Facebook oder in E-Mail, die Bell.outlook.com. Boah, das Wichtigste fast vergessen. Also, bis bald, tschüss.